Willkommen zurück zu Baba Is You. Beim letzten Mal sind wir hier in dieser siebten Welt stehen geblieben. Doch was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt eine Tiershow oben freigeschaltet. Mit der Nummer 8. Was hat das zu bedeuten? Level 8 Tiershow? Das ist ein neues Level. Auf der Overworld, okay. Eigentlich hatten wir Overworld Level ja nur für... Warte, zurück. Tutorial. Baba Is You, Wall Is Door, Rock Is Defeat, Flag Is Win. Also bisher eigentlich das irgendwie das erste Level, was wir jemals gespielt hatten. Aber Grass Is Stop und Level Is Move. Das Level bewegt sich. Oh Gott, Hilfe! Hallo? Ich kann mich noch bewegen, aber ich bin weg. Was? Und ich kann das da oben nicht kaputt machen. Oder muss ich mir unsichtbar merken, wie ich lang gehe, um das zu bekommen? Warte, ich mal nochmal zurück. Wie lange brauche ich von da bis da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ja, oh Gott. Das muss ich nicht einfach auswendig merken. Wow. Und hier geht es noch weiter. Zerbrechliche Existenz. Wir machen das einfach jetzt mal, weil ich schon dabei bin. Wall is stop, Baba Is You. Key is hot. Oh, Level is weak? Was? Key is key. Da oben ist ein Win-Button. Door is defeat. Door is melt. Wall is defeat. Okay, was passiert da? Okay, Level is weak. Killt das Level. Also wenn ich den hier mache, ist vorbei. Alles vorbei. Schlüssel kann ich nicht benutzen. Zumindest noch nicht. Das Einzige, was ich verändern kann, ist das hier. Das Key nicht mehr hot ist. Hilft mir aber im Moment nicht. Ich könnte Level is Key machen. Level ist Schlüssel. Es würde funktionieren, nur was passiert denn dann? Hä? Hilfe, was zum... was? Jetzt ist das Icon einfach ein Schlüssel. Hä, warte. Zurück zur Karte. Hä? was? Aber das hilft mir jetzt nicht, oder? Das ist halt nur so Game-Breaking, aber hilft mir jetzt nicht. Okay. Level ist hot. Was ein hottes Level, du. Das könnte ich... Nee, kann ich gar nicht machen, merke ich gerade. Hot ist hier stuck in der Ecke. Oh, Level is you? Da, das wäre geil. Oder Level is Baba oder sowas. Aber das kann ich leider nicht hinkriegen. Nee, eigentlich kann ich wirklich nur machen, Level is key. Aber damit zählt es doch nicht als abgeschlossen. Mm-mm. Hä? Ich habe sowas noch nie gesehen im Spiel. Ich bin komplett verwirrt. Aber was anderes kann ich doch jetzt gar nicht machen. Oder? Baba Is Key? Ich schätze, das könnte ich noch ausprobieren. Wenn ich es nicht versauen würde. Jetzt versaue ich es gerade. So, Baba ist der Key. Ja, okay, dann bin ich ja tot. You, Baba is hot? Boah, Baba ist so hot, ey. Ich glaube, das ändert auch gar nichts, oder? Geht ja gar nicht mal. Nee, das geht ja gar nicht mal. Nee, was? What? Wall is key? Wird das überhaupt funktionieren? Ich schätze, ich probiere es einfach mal aus. Weil theoretisch müsste sich die Wand jetzt in Schlüssel verwandeln. Ah ne, Wall is Wall, shit da unten rechts. Ne, okay, hab ich nicht gecheckt. Hä, nein! Hm? Ja, Level is key. Was anderes fällt mir halt wirklich nicht ein. Also, ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Ich schau mal ganz kurz nach. Okay, was zum Teufel?
What the? Okay, das wird kompliziert. Das letzte, was ich nicht gemacht habe, woran ich nicht gedacht habe, ist natürlich wieder das Richtige. Und zwar, Key is you. Habe ich komplett übersehen. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie wir es machen wollen. Jetzt bin ich nur noch Key. Okay. Wir wollen das ungefähr so haben, dass Baba während der Key. Oh Gott. Also wir wollen auf jeden Fall Baba so haben. Was habe ich gemacht? Achso, ich habe Level is weak gemacht. Warte mal. Level ist Baba? Geht das? Was? Was zum... Ich kann mich auf der Overworld rumbewegen! Ich kann fliehen! Ich kann fliehen! Ah, den kann ich nicht. LOL! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber das ist wirklich sehr interessant. Warte mal. Oh. Ich kann sogar zurückspulen hier. Aha. Warte, wenn da unten steht, Baba is you and flag is win, müsste das nicht heißen, dass hier irgendwo eine Flag gibt? Wait. Achso, nee, weil das andere Ding da auf dem Level gut ist. Nee, mit Baba kann ich ja leider nichts machen, aber ist trotzdem lustig, dass ich überhaupt mit ihm mich rumbewegen kann. Hier, ich kann Baba ausmachen. Baba ist nicht mehr you. Was passiert dann? Hä? Ich kann nicht mehr in das Level rein. Was zum... Okay, warte, vielleicht habe ich das Spiel kaputt gemacht jetzt. Kann ich aber komplett zurückspulen, so miau-mäßig? Baba, kannst du aber bitte wieder auf den Fleck kommen, wo das Level war? Ich will das Level wieder spielen. Kannst du das eben machen für mich? Das war ganz lieb von dir. Danke. Ich hätte fast das Level für immer gelöscht. Okay. Also, das Problem ist, wir wollen der Key sein und nicht direkt die Tür öffnen. Das wäre der Fehler. Sondern, was wir eigentlich tun wollen, ja, ist genau dann Key wegzumachen, sobald der Schlüssel sich verschwinden würde. Jetzt habe ich's. So. Okay. Weil jetzt ist der Schlüssel nicht kaputt gegangen, obwohl er auf der Tür steht. Und was wir jetzt tun wollen... Ich kann dann immer noch nicht durch, genau. Ich muss kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall das Is und das Key. Wall... Nee. Oh Gott, jetzt habe ich es wieder vergessen. Key ist hot. Okay. Wir können da einfach durchlaufen jetzt. So, und das Gute ist, jetzt haben wir ein paar weitere Buchstaben und Wörter, mit denen wir arbeiten können. Zum Beispiel, das Level ist melt. Das Level schmilzt. Ja. Und wie kann man am besten das Level schmelzen? Mit einem hotten Key? So. Oder das war... Ah nee, das war falsch. Too much. Vielleicht nur die Wand? Nur die Wand schmelzen lassen? Warum steht das jetzt nicht? Ah, Wall is melt ist richtig. Aber was wir melden wollen... ist nicht den Key, sondern das Level wollen wir melden. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Und ich weiß schon, wie ich es fixe. Der Schlüssel muss dann nämlich weg, beziehungsweise noch besser. Wir machen das so, dass wir es zublocken und sagen, Key is you. Wir schubsen das Hot weg. Schubsen es hier rauf. Das ist die komplette Wand weg. Wir haben durch. Wir haben es durchgeschafft. Denn... Level ist win! So, aber trotzdem immer noch Baba. Hä?
Wieso leuchtet Papa jetzt pink? Okay, Papa, weißt du was? Du schaltest dich mal bitte aus, ja? Oder weißt du was? Wir haben so ein kleines Haustier, während wir auf der Oberwelt sind. Warum nicht? Gefährliche Umgebung ist das nächste Level. Level 10, wahrscheinlich das letzte hier. Oh, pff. Bruder. Wall is stop. Keke ist Keke. Flag has Keke. Keke ist push and weak. Move. Keke is not you. Baba is you. Level is. Und da haben wir zweimal defeat, defeat. Flag is win. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber wir sind Baba. Und damit wir Flag win machen, müssen wir irgendwie da hochkommen. Aber wenn wir da hochgehen, dann sind wir drin. Also, ich schätze mal, A, wir müssen uns irgendwie durch die Wände glitschen, oder B, wir müssen Keke dazu bringen, da durchzulatschen, ohne irgendwas zu verschieben, so als wäre alles float, aber alles ist gar nicht float und ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, ich check's gerade nicht genau, aber... Nee, der schubst das da jetzt ein bisschen hin und her, aber es hilft mir überhaupt nicht. Also, das ist auf jeden Fall das komplizierteste Level jetzt hier. Die Flag hat Keke? Warte mal. Nee, doch, nee. Das Problem ist, dass ich jetzt schon wieder demotiviert bin, dieses Level abzuschließen, weil es so kompliziert aussieht und gar nicht machbar aussieht. Klar ist es machbar, natürlich, aber ich könnte dir keinen richtigen Ansatz sagen. Ich könnte dir gar nichts sagen. Ich könnte dir nur sagen, dass du das Video liken sollst, aber selbst das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, keine Ahnung. And weak? Wozu habe ich weak? Wozu habe ich flag has? Also, das verstehe ich nicht. Flag ist Keke. Jetzt haben wir. Das war jetzt vielleicht nicht so klug, die beiden ineinander reinzutun. Aber jetzt haben wir zweimal Keke. Hilft mir das in irgendeiner Art und Weise, wenn beide nach oben gucken? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schieb das weg. Ich habe einmal eine Idee in diesem komischen Level. Aber ja, Keke ist... Oh, das ist weg, das brauche ich jetzt nicht. Keke ist Push. Okay. Wir machen den einen Keke so, dass er nach rechts schaut. Und der andere schaut nach oben. Oh, das funktioniert nicht. Das muss aber funktionieren. Warte, ich versuch's vielleicht einfach mal. Move. Ah, ich dachte, ab diesem Punkt würde er nach rechts gehen. Ja, okay, weiß aber auch nicht, was ich mir erhoffe, weil vielleicht ist da ein Ding nach oben und selbst das bringt mir nichts. Oh, ich dachte, jetzt hätte ich's. Oder zumindest einen guten Ansatz, aber nein. Da, warte mal. Wo bleiben die stehen? Nee, die muss ich schon steuern können in dem Moment. Die muss ich schon steuern müssen. Freunde, es tut mir wirklich leid, aber das muss ich aufgeben. Da muss ich nachschauen. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Also meine Idee fand ich ganz klug, aber... Ja, wir werden jetzt mal sehen, wie mich die Lösung aus den Socken haut. Okay, wow. Ich habe dieses Baba is you hier in der Ecke komplett ignoriert. Das ist dann meine Schuld, weil ich dachte, das ist halt hier eingesperrt. Das ist halt, es könnte genauso draußen sein, aber nein, das ist übelst wichtig. So, und ich zeige euch jetzt warum. Als erstes wollen wir, dass die Flagge woanders steht. Die stört dann nämlich. Wir wollen sie, sagen wir mal, hier so ungefähr haben. Ja? Könnt ihr auch noch weiter weg tun. Und jetzt wollen wir die meisten Wörter, die wir drüben haben, auf die andere Seite bringen. Wirklich fast alles. Ungefähr in einer Reihenfolge, die Sinn macht. Ich hätte mal mit den anderen anfangen sollen, aber egal.
Ja, nee, warte. Ich mach's am besten so, mehr oder weniger. Aber pack mal an die Wand. Ich zeig euch jetzt, wie krass das wird. Das kann da unten bleiben. Denn wir machen gleich Keke Hess Baba. Während er sich bewegt. Zwei Keke ist falsch. Ich dachte, das wäre die Lösung, aber nein. So, Keke ist weak and move. Das aktivieren wir noch nicht. Ich wollte es schon mal aufbauen. Jetzt bauen wir eins da unten auf. So, und jetzt passt auf. Wir packen Keke noch in den Push rein am besten. Das habe ich jetzt komplett vergessen, leider. Oh, dafür muss ich nochmal dekonstrukten. Ah, Keke ist Push, brauche ich noch. Weil er muss nämlich nach oben schauen. Wir wollen ja, dass er nach oben geht. Okay, so ist richtig. So, stopp. Push mal weg. Jetzt haben wir genau diese Situation. Keke has Baba. So. Ich bin tot. Aber ich werde wiederbelebt, weil in Keke ist Baba. Und jetzt haben wir gewonnen. Also, wow. 1-0 für dich, Level. Das war echt sehr smart. Das möchte ich zugeben. Und mein kleines Haustier Baba läuft ja auch mit rum. Whee! Ich durfte das eine Level nie wieder spielen jetzt. Ja, und das war eigentlich gar nicht geplant, dass wir dieses Level machen. Ich wusste nicht mal, dass sie existieren, aber ja. Gehen wir auf jeden Fall mal wieder zurück zum Blumengarten, machen da noch ein paar Level, damit wir es dann beim nächsten Mal abschließen können oder so. Machen wir das hier, Maritime Abenteuer. Wow. Von mal andere Farbpalette. Baba is you. Hand is moves. Aber dann gibt's eine Hand. Wall is not you. Okay. Lava is defeat. Door shut. Wall is push. Hand is open. Door has flag. Flag is win. Wall is wall. Water is stop. Durch Wasser können wir nicht. Die Hand bewegt sich. Die grabst noch irgendwas. Mit der Hand können wir die Tür öffnen. In der Tür ist die Flagge. Und dann haben wir direkt gewonnen. Weil die Flagge ist direkt win. Wir können aber nicht durch die Lava. Doch, wir können durch die Lava. Aber wie stoppen wir ihn? Wir können das so machen, dass wir ihn genau dann hier stoppen. Jetzt ist halt die Frage... Ah, ich kann da runter noch lang. Hier ist noch ein On. Nehmen wir mal mit. Wall is push. Und hier können wir Lava is defeat machen. Und Door is shut. Ah, okay, das hier müssen wir aktivieren. Also Door is shut und Lava is defeat müssen wir machen, während wir da oben sind und die Hand benutzen zum Aufmachen. Okay, jetzt verstehe ich die Schwierigkeit. Wall is push. Hä? Wall is push? Ach so, das hier ist die Wall. Oh, oh, ich kann die Wand schubsen. Okay, wie hilft mir das, die Wand zu schubsen? Lass mal überlegen. Kann ich mit der Wall Wasser wegschubsen? Nein. Nee, okay. On? Hand? On? Was macht denn On? Ich hab's komplett vergessen wieder. Was macht On? Hand is on? Oh, sorry. Sorry, Baba. Pursuit, Baba. Hand is on. Nee, Hand is on. Baba. Nee. Ich könnte aber machen, Baba is Hand oder Hand is Baba. Ja. Macht nicht so viel Sinn. Ich kann aber Wall is Baba machen. Da hätten wir mehrere Babas. Wall, oder? Können wir das machen? Doch, ich sehe gerade keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Oder ist hier irgendwo Wall is Wall? Ach, da unten links ist Wall is Wall. Ah, okay, die haben dran gedacht. Ist Push. Hand is Push. Hand is Push ist schon mal eine Idee, die hundertprozentig funktionieren wird. Dann pushen wir die Hand schon mal. Oh.
Nee. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir Hand wären, ne? Hand is you. Geht das? Oder ist irgendwo Hand is Hand? Ah, oben rechts steht sowieso noch Wall is not you. Ah, okay, jetzt sind wir die Hand. Okay. Wenn ich jetzt theoretisch sagen würde, Defeat. Okay, dann brauche ich noch oben irgendwer. Kann ich nicht machen. Hand. Has. Ne, wir haben kein Has. On. Was mache ich mit On? On muss ja sehr, sehr wichtig sein, aber... Hm? All is... What is you? Ja, was soll man... Obwohl, war gar nicht mal so schlecht. Das kriege ich gar nicht. Ich hab schon wieder vergessen, dass das nicht geht! Move. Wall. Is. Move? Macht das Sinn? Wall move zu machen? Oh no, das ist nicht gut. Das machen wir auf keinen Fall. Wir nebeneinander, das ist nicht so schlimm. Ich kann uns auch noch ein paar Mal trennen. So ungefähr. What is move? Oh, das ist die falsche Richtung. Wie sage ich ihm, in welche Richtung er sich moven soll? Wait. So oder? What is push? Funktioniert das? Ich schätze, wir können es halt nur ausprobieren, um zu schauen, ob das funktioniert. Nee. Das scheint irgendwie nicht geklappt zu... Warte mal. Warte mal. Wenn hier... Ah, nee. Nee. Nee, 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 nee. Boah, ist das schwer! Ich habe die ganze Zeit das On ignoriert, aber ich weiß auch nicht, was wir mit On machen können. Okay, sorry, aber darauf wäre ich nicht gekommen. Das ist ja übelst kompliziert. Okay, warte. Wir fangen damit an, dass wir stoppen. Also aufhören, sich zu bewegen. Am besten noch relativ mittig, damit mich das nicht verwirrt. So, jetzt muss ich gucken. Als allererstes wollen wir die Wall pushen. Also wir machen schon mal On weg. On kommt nämlich gleich nach oben. Und ja, On ist super wichtig. Habe ich mir schon gedacht, aber ich habe keine Ahnung, wie das connected war. Schauen wir jetzt. Die Wall. Jede einzelne Wall-Piece ist sehr, sehr wichtig. Einer von denen kommt hier hin. Genau hier. Ich gucke gerade währenddessen auf eine Lösung. Eins kommt dorthin. Die anderen beiden nehmen wir hoch. Die nehmen wir nach oben mit. Eins kommt hier hin. Nee, ist falsch. Was falsch ist, ist, dass der hier hin muss. Der hier kommt da ganz durch. So. Ich weiß übrigens nicht, wie das in der Logik funktioniert. Ich check's nicht. Ich baue es jetzt erstmal nur nach und dann überlegen wir nochmal zusammen. Also, Hand müssen wir pushen. Die Hand müssen wir nochmal pushen. Das habe ich jetzt vergessen. Das ist aber okay. Das können wir auch erst jetzt machen. On kommt gleich erst dran. Weg damit. So, Hand pushen wir. Wohin pushen wir Hand? Wir pushen es ungefähr hierhin. Ungefähr. Dass es halt ready ist, nach rechts zu moven von alleine. Ne? Wir brauchen Wall und Is. Das brauchen wir beides noch. Das müssen wir mit nach oben nehmen. Wir brauchen alle Wörter oben in der Ecke. Am besten links, glaube ich. So, und jetzt versuche ich das mal aufzubauen. Also, Is nach da unten. Als nächstes haben wir Wall. Also, ist Wall you? Wall is you? Funktioniert natürlich nicht, ne? Aber
wenn wir darüber ein On hinpacken und darüber ein Hand, was ich leider jetzt falsch zusammengebaut habe. Moment. Zählt das jetzt? Doch, das zählt. Okay. Das würde funktionieren. Hand on wall is you. Also die Hand auf der Wand bin ich, wenn die auf der Wand ist. Okay. Und jetzt noch move. Also hand is move und on wall das. Beides gleichzeitig aktivieren. Push. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Kann weg. Jetzt habe ich das Problem, dass das Ding hier in der Weg ist. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das ist nicht schwierig. Nicht so schwierig zumindest. Das war aus Versehen. Ich schwöre. Ich schwöre. So. Okay. So. Und los. Ich gehe jetzt schon mal nach rechts. So, jetzt kann ich ihn nach oben bewegen. Während er automatisch sich aber bewegt. Okay, jetzt verstehe ich es, glaube ich. So, er kann natürlich durchlaufen. Love is defeat, aber halt nur für uns, den Spieler. Ich sag, du gehst nach links. Währenddessen bereite ich mich davor vor, hier lang zu gehen. Geh nach oben. Geh nach rechts. Geh nach oben. Jetzt haben wir's. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Puh, Leute, also wenn ihr gespannt seid, wie das hier weitergeht, wahrscheinlich werden wir in der nächsten Folge diese Welt abschließen. Zumindest wäre das ein Plan, ein Ziel, eine Zielsetzung. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nächste Folge kommt. Früher, bestimmt. Ja.